So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem Crisis Need for Speed Underground 2 Let's Play. Im letzten Part haben wir es ja endlich mal wieder geschafft, einen Race zu gewinnen, und es war ein Geländewagen-Race, und da haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir das nächste hier. Oh, oh fuck. Ja, ein Triff will keiner fahren, aber das hier nehmen wir mit. Jo, haben wir gesagt, jetzt machen wir das nächste Race hier gleich, wo sich anbietet. Und ja, wir geben uns einmal auf den Weg dahin. Wenn einer von euch zufällig weiß, wo man... Ach, das gucken wir jetzt erstmal noch. Ach nee, nach dem Rennen müssen wir was gucken. Hoffentlich vergesse ich es nicht wieder, weil ihr wisst ja, ich habe wegen einem Holzkopf manchmal beieinander, wo du halt einfach nichts merken kannst. Yeah, Sprung. Oh, 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 das hier sieht neu aus. Jo. Alter, Schäblingsauto, bleib Sterne. Hier. Weg. Alter, was ist das für eine Einfahrt, ey? Bullshit. Oh, grün und rot. Side. Willkommen im Peugeot-Karosserie-Shop in Jackson Heath. Du hast jetzt Zugriff auf neue Frontstoßstangen, Heckstoßstangen und Seitenschützen. Alle Teile aus zuvor freigeschalteten Karosserie-Shops sind hier ebenfalls verfügbar. Jeep, einwandfrei. Okay. Jo, aber gut, das machen wir jetzt erstmal alles nach dem nächsten Rennen, und vor allem für das Auto brauchen wir jetzt erstmal noch nichts tunen. Weil wir Geld für unsere andere Schäblingsmühle brauchen. Okay, dann. Ja, lenk nie, wenn du nichts vorhast. So, hier auch noch. Willkommen im Peugeot Lack und Dekor Shop in Jackson Heath. Du hast hier Zugriff auf zusätzliche Lackarten, Decal-Platzierung und Vinyls. Alle in anderen Lack- und Dekor-Shops freigeschalteten Teile sind hier ebenfalls verfügbar. Ja gut, dann würde ich sagen, dann tun wir einfach mal hier betreten. Und schauen mal, was hier so für neue Sachen gibt. Lack, Vinyls, Decals und Setup kaufen. Jo, Lack, Grundfarben, Spoiler, Dachspoiler, Spiegel, Felgen, Spinner, Bremsen, Motorakzente. Ach ja, stimmt, Level 3 Ding müssen wir erst machen. Ja, ja, das machen wir alles mal anders, wenn wir Zeit haben. Weil, wie gesagt, müssen erstmal das andere machen. Jetzt haben wir immerhin zwei neue Läden schon mal entdeckt. Das ist ja auch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Ja, gut, also, wie gesagt, machen wir jetzt erstmal hier das Racing noch. Das Race. Schön, dass das wieder hier nicht angezeigt wird. Und ich würde an dem... Ach nee, bin ich noch, doch nicht vorbei. Jo, bla bla. Komm mal klar, Junge, hier ist kein Platz für ausrangierte Müllcontainer. Überleg dir gut, auf was du dich einlässt. Geld zurück ist nämlich nicht. Juckt mir nicht, ich krieg eh von euch die Kohle, Mann. Ihr labert nur Scheiße. Oh, ganz verkackter Stadt. Nicht so cool? Nee. Burger King, have it your way. Also, was ich euch fragen wollte, das habe ich gedacht, ja, mache ich hier in einem Rennen, ist, ob ihr wisst, wann es mal wieder, wann es so richtige Sportautos gibt und wie viel Autos es überhaupt gibt. Ja, ich könnte jetzt googeln, aber ich will euch mit einbeziehen. Also, wenn ihr einen, oh, du Schäbling, wenn ihr wisst, wie viel Autos es eben gibt und wann ihr denkt, wann ich endlich mal eine gescheite Mühle kriege, schreibt es mir einfach hier, ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es würde mich schon mal recht interessieren, weil ich keinen Bock habe, mit den Kackautos die ganze Zeit zu fahren. Und von was mich wundert, warum muss ich eigentlich meinen Corsa verkaufen? Genau das wollte ich ja auch noch fragen, ey. Weil das ist schon komisch, dass ich da ein Auto verkaufen muss, obwohl ich ja wahrscheinlich noch Garagenstellplatz hätte, oder? Oder muss man sich die irgendwie erst verdienen? Boah. Fuck! Alter, was rutscht die Mühle denn so?
Aber ich glaube, mit der können wir eigentlich echt driften, wenn ich ordentlich Leistung und Wumms hätte. Schönen Antritt und so. Einfach nur Beschleunigung, brauchst du eigentlich einfach nur eine ultra hohe Beschleunigung und dann kannst du ja schon abgehen. Weil rutschen tut er ja wie blöd. Weil wenn das Gewicht halt einmal in Bewegung ist, dann stoppt es niemand so schnell. Oh fuck, ich hab gedacht, das ist eine Abkürzung. Ab und zu auf die Minimap gucken wäre von Vorteil. Ne, ich stehe hier oben lang. Das schaut mir cooler aus. Mal Nitro voll rauspfeifen. Was irgendwie, glaube ich, nicht viel bringt bei dem Auto. Und... Irgendwie kann es sein, dass es in dem Spiel nur regnet. Also jedes Mal, wenn ich hier spiele, fängt es Regnen an. Hier müsste es hier blühen wie im Tropen. Im Tropenwald, im Regenwald. Wie in den Tropen oder wie im Regenwald. So heißt's. Ja gut, hier stehen noch ein paar Pelmchen. So, ja. Wo ist denn hier eigentlich der Ding zum Zurückschauen? Ach, wurscht, wir haben 4 Sekunden Vorsprung. Ja, 4 Sekunden schaffen wir noch, schaffen wir noch, schaffen wir noch. Ja, yeah, einwandfrei. Gewonnen. 2 Minuten, 59. Okay, ich darf meine Zeit wieder nicht aus dem Blick lassen. Na, dass es hier wieder floppt. So, jetzt waren es hier alle Kackstiftenrennen. Ja, und hier sehen wir wieder schön die Sponsorenrennen. Hier einmal an der Rundkurs, den Sprint und na, StreetX. Jo, also jetzt diesem ersten Mal genau. Also, was ich euch noch sagen wollte. Kann ich irgendwo nachschauen, wie viel Prozent ich schon gedingst hab. Wie viel Prozent ich schon abgeschlossen hab. Einmal Yokohama und einmal PAA. Hat man, genau. Genau, Wagenauswahl. Slot 3 offen für Sponsorenwagen. Ah, okay. Wenn wir hier mal einen Sponsorenwagen... Ah, das müssen wir schnell schauen. Prämien ansehen, Sponsoren. Bonus kostenloser Wagen. Und hier war es auch. Ach, wahrscheinlich haben wir hier nur die 29 Rennen noch nicht, deswegen haben wir noch keinen zusätzlichen Wagen gekriegt. Und jetzt bei denen ist noch gesperrt, die 2. So, jo, ich will wirklich das Coupé fahren. Ich muss es fahren, weil es einfach noch besser ist als die anderen. Und ja, jetzt haben wir wieder Winkulskis. Oder haben wir viel Geld? 5500. Dann gehen wir in einen Tuning-Shop. Wo ist denn hier der nächste? Dunkelblau. Ja, hier. Na gut, er fährt sich schon um einiges besser als der Hammer. Aber halt immer noch nicht wirklich gut. Vor allem im Vergleich halt zu den anderen Autos, wo es gibt. Wo die Gegner schon haben. Aber jetzt halt möbeln wir den einfach mal wieder, upsala, total auf und dann... Jo, sollte das auch langsam mal wieder was werden. Jetzt, oh. Das Burger King-Ding schon immer sehen kann, irgendwie aufregen. Ja, also dann sollte das schon klappen, dass wir wieder ein wenig Rennen gewinnen. Und mein Handy hat Probleme und geht die ganze Zeit aus. SMS ist auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Unwichtig jetzt. Es geht hier erstmal um unseren Ruf. Wo ist hier der Eingang? Oh, yo, money, money. So, und rückwärts einparken. Mit einem schönen Burnout. Burnout. Burnout-Syndrom. Nee, nicht. Es gibt kein Burnout-Syndrom. Okay. Paket installieren. Jo. ECU. Alles installiert. Triebe. Das ist das Problem. Das kostet jetzt 1000. Aber es bringt uns nichts.
Dann warten wir erstmal und schauen wir noch, was es so noch, was uns was bringt hier. Handling, ja, die 600, was weiß ich, haben wir. Nitro brauchen wir unbedingt. Reifen, bringen die uns was? Im Moment auch noch nicht. Bremsen, bringen die uns was? Auch nicht. Leichtbau bringen uns wieder wenigstens fürs Handling. Turbo ist installiert. Und jetzt haben wir noch 2000 Geld. Ne, das haben wir. Die CO haben wir. Getriebe passt. Können wir uns ein Loggers leisten. Fahrwerk ist installiert. Nitro ist installiert. Reifen. Was jetzt? Wir kaufen Straßenreifen. Was haben wir dann davor? Toyo, Yokohama. Einfach mal wieder hier wieder drauf achten. Bremsen. 900. Kaufen wir. Vielleicht bremst er dann ja einfach mal besser ab. Jo, jetzt passt. Jetzt haben wir alles. Dann versuchen wir uns jetzt gleich nochmal in einem nächsten Rennen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich ein Sponsorenrennen probieren sollten. Oder eher nicht so. Aber schauen wir. Oder nehmen einfach das Rennen, was in der Nähe ist. Ja, okay, das ist ein Sponsorenrennen. Als Rundkurs. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ups. Ja gut, also ich meine, dass er jetzt ein wenig besser rauszieht. Aber ja. Möglicherweise irre ich mich auch einfach nur. Oh, knapp. Ja, das ist aber ganz schön stücklicher wieder zu fahren. Alter, nee, da müssen wir wieder ewig rumgurken. Dann fahren wir jetzt einfach das Rennen. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Und der labert schon wieder Scheiße, das Drecksjuden-GPS. Das ist ein Street X. Okay. Sponsoren Street X kostet... Boah, bringt so viel Geld. Hey Mann, hier kommt eine fette Runde Street X. Wenn du dir den Sieg holst, werden deine Sponsoren voll auf dich abfahren und dir bestimmt einen Deal anbieten. I hope so, boy. Aber ich weiß noch, wie mir die letzten Rennen so kläglich gescheitert sind, habe ich jetzt hier nicht so wirklich ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Boah, wir können immerhin jetzt mal mithalten. Und jetzt geht es hier wieder um alles und um alles. Und da haben wir jetzt schon mal gut die Innenbahn. Und hier haben wir nicht mal Nitro. Piss dich. Sackgesicht. Und da haben sie gut ausgekontert. Und das hat uns leider nichts gebracht. Jetzt wird die Sinne schlecht. Das ist ja Logo. Schön hat er uns rumgeschoben. Danke dafür. Ihr könnt mich ruhig ein wenig anschieben, ein wenig pushen. Aber eigentlich jetzt so wie es jetzt ist, ist es glaube ich ganz gut, weil so wird es nicht so langweilig, da ja, da die Rennen wegen anstrengender sind und jeder Fehler sofort bestraft wird, so wie dieser hier. Aber ja gut, wir haben ja Chancen, das ist ja schon mal das, was ich wollte, weil davor, da konnte ich ja echt so gut fahren, wie ich wollte und es hat einfach nichts gebracht. Und jetzt müssen wir nur noch den da kriegen und dann ist alles gut. Und wir kommen auch wieder ran. Also das ist echt schon mal einwandfrei. Es nervt mich halt selber irgendwie, wenn man die Rennen nicht gewinnen kann. Und ja, sind schon. Nicht an die Wand kommen, bloß nicht an die Wand. Scheiße! Verdammt, Mann. Aber wir können uns sozusagen an dem, also mit dem an den anderen ranziehen, wenn es gut geht. Jetzt ist aber schon die letzte Kurve, letzte Runde wieder. Was bedeutet, dass wir nicht viel Chancen mehr haben. Kacke, das war's. Mist, nicht cool, gar nicht cool.
Na ja, gut, also ich muss jetzt halt auch schon wieder schnell Schluss machen. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, macht's gut und schönen Tag noch. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.